Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 3. Wir werden jetzt erstmal unser Skillpunkt ausgeben. Und das machen wir wieder hier, damit wir hier ein bisschen mehr Gatling-Punkte bekommen. Ja, Brandschaden. Ja, das ist gut. Viel Spaß mit deiner Deckung. Ha. So. Ja. Dann gehe ich mal raus. Das ist natürlich auch gut. Die Genauigkeit 88 zu 91% ist jetzt auch nicht so schlimm. Äußerst effektiv gegen Schilder. Ich tausche das mal. Und schau mal, wie das ist. Also, der wird weggeschmissen. Und der. Und die anderen werden alle als Schrott markiert. Ja. Gut. Und die beiden kommen jetzt wieder hin. Ja. Fallautomatik oder Feuerstoß. Ich mache auch mal Fallautomatik. Oder ist die besser mit Feuerstoß? Nahkampfschaden, kritischer? Nee, okay. Alles gut. Aber manche Waffen haben auch so und so viel Prozent, wenn man eben Feuerstoß macht oder den speziellen. Arena. Speziellen Modi dafür auswählt. So. Na dann. Schauen wir mal. Guten Tag. Ui. Yo, übertreib halt. Captain Trond. Ist das Trond? Okay. Ui. Was
Ich habe keine Ahnung, was das Ding macht, aber ich wette nichts Gutes. Ah, das macht die Kugel. Ist ja dann praktisch, dass ihr hier jetzt ein Elektro, eine Elektrowaffe habe, weil die ist sehr gut gegen Schilder. Boah. Willst du mich verquaken? Tschüss. Ich würde sagen, hallo Darling. Hä? Kammerjäger, jetzt kommen alle. Erledigt? Sehr schön. Oh, er hieß Trant. Du hast das Iridium? Her damit. Ja, jetzt warte mal. Erstmal. Ist nicht gut. Der Sniper ist auch nicht gut. Dass da. Hafne erhält. Das ist wieder mit haftend. Aber um 9% ist halt auch nicht geil. Ah, der Radius ist gut. Ja, nee, noch nicht. Wie jetzt alle rumdancen. So, warte mal. Ich mach mal den weg. Den hole ich mir wieder. Den mache ich weg. Also, Maliwon besetzt zwar noch Athenas, aber wenigstens ist das Fragment sicher. Das muss jetzt erst einmal rein. Ja, Entschuldigung. Ich bin gleich da. Ich konnte Iridium nie so nutzen wie Lilith, aber ich habe eine Technik in diesem Buch entdeckt, die das ändern könnte. Okay, es kann losgehen. Es funktioniert. Ui. Hier hin und dorthin.
sie. Heilige Scheiße. Ich fühle mich, als könnte ich einen ganzen Planeten facelocken. Bring mir das sofort bei. Wie wär's mit bitte? An diese Art von Kraft könnte ich mich gewöhnen. Okay, holen wir uns das Schlüsselfragment, Kammerjäger. Vielleicht ist Gewaltverzicht bei solcher Aggression nicht das Richtige. So, Ava, du hast die Invasion also überlebt. Offenbar hat dich das stundenlange Starren in Wasser doch was gelehrt. Ich komm schon klar. Ich habe kämpfen gelernt, lange bevor ich dich traf. Okay, Trainingskampf. Ach, eigentlich gerne. Aber ich muss noch Beute sortieren. Nein, pack eine Tasche. Dein Wunsch geht in Erfüllung. Wir gehen mit dem Kammerjäger. Was? Echt jetzt? Ich meine, cool. Na gut. Könnte Spaß machen. Ich pack mein Zeug. Kammerjäger, schau dir das an. Die Iridianer haben solche Nachrichten überall in der Galaxis hinterlassen. Ich vermute schon lange, dass es eine Verbindung zwischen Sirenen und Kammern gibt. Ich kann es nicht lesen, aber es muss was bedeuten. Ist da was Interessantes? Hä? Ich verstehe kein Wort. Oh. Nice. Aber solange Maliborn weiß, dass es hier ist, ist Athenas nicht mehr sicher. Schon bekannt. So. Nice. Ich muss dir was sagen, bevor ich es Lilith erkläre. Der eigentliche Grund, weshalb ich Ava als Schülerin genommen habe. Sie wird eine Sirene, irgendwann. Und dann soll sie bereit dafür sein. Wir sehen uns in den Sternen, Kammerjäger. Sie wird eine Sirene. Wie denn das? Sie wird mal eine Sirene. Okay. Es gibt keinen Ort in der Galaxis mit mehr Sirenen als Athenas. Muss wohl am Wasser liegen. Oder Sirenen wurden durch irgendeine Art Ruf hierher gelockt. Ich weiß auch nicht. Ich blieb ein paar Jahre, bis Königin Nido irgendwann starb. Dann haben Mönche vom Orden des aufkommenden Sturms übernommen. Eines Tages zieht mich so ein dreckiger Mönch zur Seite und meint, er zahle gut, wenn ich ihm noch eine Sirene bringe. Ich habe ihm eine Ohrfeige mit meinem verkufianischen Schinken verpasst, bin in mein Schiff gesprungen und nie zurückgekehrt. Und die Moral von der Geschichte? Mönche sind scheiße. Mönche sind scheiße. Ja, cool. Landekapsel. Oder ich gehe einfach zur Sanctuary. So. Lilith hat mir gesagt, du hast ein Kammerschlüsselfragment erlangt. Bring es mir. Ich verwahre es, während du rumziehst und weitere suchst. Mhm. So, ich mach mal den Kopf weg. So. Sollt vorsichtig, sag ich. Das ist mein Werkzeug. Aber nein, sie wollten ja nicht auf mich hören.
in Gegenwart einer lebenden Legende zu sein. Das höre ich oft. Ja, nein. So, hallo. Waffen kann man nie genug haben. Ja. Ich werde nie zu einem Kult gehen. Soll ich dir das nicht lieber gut schreiben? Ah, verhandeln kannst du nicht. Den behalte ich nochmal. Den behalte ich auch. Und jetzt geht deine Feinde umlegen. Ja, ja. Kammerjäger, du lebst! Ja, natürlich lebe ich. Ich spiele das Spiel doch durch. So. Ja. Ein neues Kammerschlüsselfragment. Allein vom Halten wird mir schon mulmig. Und weil ich einen von Marcus Bellig-Burritos gegessen habe. Das ist übrigens kein vollständiger Kammerschlüssel. Niemand weiß, warum die Iridianer sie in Fragmente gespalten haben. Aber der Kammerschlüssel auf Pandora benötigt 3 Teile. Immerhin ist das ein Anfang. Du solltest zu Lilith zurückkehren. Sie und Maya haben bestimmt einiges nachzuholen. Oder was Leute mit Sozialkontakten halt so machen. Nein, danke. Da ist mir ein steriler Raum mit chirurgischer Ausstattung schon lieber. Als ob der steril ist. Come on. sicher. Was soll das heißen, eine Sirenenschülerin? Ich kann es jetzt nicht erklären, Lilith. Aber sie wird eines Tages eine Sirene. Wir reden später darüber. Warum jetzt nicht? Na, Killer? Maya sagt, du hast ordentlich ausgeteilt. Ja, man muss schon ordentlich in den Hintern treten können. Das glaube ich. Ein Fragment hätten wir, fehlen noch 2. Was soll das alles, Lilith? Wieso ist Maliwan auf Athenas? Unser Schlüsselfragment ist seit Generationen geheim. Wie haben Sie davon erfahren? Ich bin nicht sicher, aber die Kalypsos scheinen mehr über die Kammern zu wissen als wir. Sogar mehr als Tennis. Sie wussten von der Kammerkarte. Vielleicht haben sie Maliwan befohlen, Athenas zu überfallen. Sie sind angeblich hinter der sogenannten Großen Kammer her. Und die Kammer auf Promethea muss Teil ihres Plans sein. Wir müssen vor ihnen dort sein. Das werden wir, Firehawk. Ich weiß nicht, ob mich noch jemand so nennt. Lilith! Lange nicht gesehen! Wie geht's dir? Wow, schicker Schnäuzer. Danke! Ist ein Belagerungsschnäuzer. Hör zu, ich ziehe nur ungern die Verbündetenkarte, aber Katagawa hat einen auf einem Asteroiden stationierten Laser aufs Atlas-Hauptquartier gerichtet und droht mich zu zerstückeln, wenn ich nicht aufgebe. Ich sehe noch durch. Und Zero berichtet, dass der Laser von einem Kammerschlüsselfragment versorgt wird. Also, mehr muss ich nicht wissen. Wir machen das. Das wollte ich hören. Gut so, Verbündete! Reese, Ende! Geh runter und hilf Reese mit seinem Laserproblem, Kammerjäger. Hoffentlich weiß Reese, was er tut. Lilith meint, er gehört zu uns. Aber Männern mit Schnäuzer kann man nicht trauen. Wissenschaftlich bewiesen. Wissenschaftlich bewiesen. Nice. Deine so. Tattoos. Magst du drüber reden? Ehrlich gesagt, nein. Da gibt's nichts zu reden. Verstanden. Dann sollte ich mich schnell eingewöhnen. Es ist schön, wieder auf der Sanctuary zu sein. Einer Sanctuary. Ausrufezeichen? Ausrufezeichen. So, Moxie! Hey, hast du mal einen Dollar? Nö. Oh, du armes Ding. Hä? Ich habe diese Scheiße so satt. Geh mal da weg. Danke. Ich habe halt gesagt, du bist ein Held. Ich will keine Lügnerin sein. Oh Mann. Ich kann es kaum erwarten.
versuchen, mir heute Abend was Bequemeres anzuziehen. Okay. Du bist nicht mein Boss. Ja, ich langweile mich so. Vielleicht sollte ich was abschießen. Vielleicht solltest du das tun. So, weiter geht's. Hey. Da du ja eh schon Zeug erledigst. Liebst du auch es auch so, wenn eine professionelle Privatarmee dein Zeug durchwählt? Kammerjäger, ich habe eine Mission für dich. Hyper mega dringend. Ich habe ein paar Sachen auf Athenas vergessen. Ich war so froh, aus dem Kloster rauszukommen, dass ich einige wichtige Dinge liegen gelassen habe. Du musst sie für mich holen. Ja, ich hab ja sonst nichts zu tun. Gut. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Wow. Dschungel, aber das habe ich ja schon. So. X, das war wohl nix. Dann Promethea. Und. Hä? Nee. Warte mal. Laser im Welt. Achso, ja. Ja, da machen wir zuerst ihr Zeug. Da ist auch noch mal eine Mission. Ja. Gut, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.